says a rate hike increase will likely be appropriate at one of its upcoming meetings if employment inflation evolves in line with expectations, and waiting too long to remove monetary policy accommodation would be unwise. Und hier können Sie den YU-Cluster-Indikator in der praktischen Anwendung sehen. Hier haben wir zum Beispiel ein Signal erhalten in Form dieses Kreises in einem Rechteck. Hier sehen Sie in einem Candlestick die Ansicht und mit diesem Indikator YU-Cluster können wir in diesen Candlestick hineinschauen. Das bedeutet, wir sehen hier oben die Preisentwicklung. Des Weiteren können wir durch die Berechnungsmethode des Cluster-Indikators zu erwerben bei MQL5. Des Weiteren sehen wir die Delta-Werte, wenn wir den YU-Cluster-Indikator richtig eingestellt haben. Und die Value Area, die natürlich auch richtig eingestellt werden muss. Und anhand der Berechnungsmethoden Bit plus Ask mal 2, die sich der Programmierer hat einfallen lassen, um gewisse Werte auszurechnen. Und anhand dieser Werte kann man die Preisentwicklung für die nächsten Minuten bestimmen. Und das relativ sicher. Denn das ist weltweit das einzige System, das sicher arbeitet. Aber Sie müssen es auf Ihre eigene Trading-Strategie hin einstellen. Hier gab es das Signal im oberen Teil dieses Candlesticks. Hier das gleiche, 11.38 Uhr. 11.38 Uhr und das war eben genau hier. Richtig eingestellt arbeitet der YU-Cluster-Indikator zu 100%. So viel dazu in diesem Video. Bitte besuchen Sie unsere Webseite. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung. www.globaltrustinvestment.com. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.